Hallo, willkommen auf unserem Kanal Schock News. Wir liefern euch tägliche News über berühmte Persönlichkeiten und deren Geschichten aus ihrem Leben. Lasst doch eine Bewertung da und Anregungen in den Kommentaren, was wir besser machen können. Das würde unserem Kanal sehr helfen. 8 Jahre tanzten sie Seite an Seite, jetzt ist alles aus. Helene Fischer und ihr Tanzchef und Choreograf Kael Kalay gehen getrennte Wege. Den Grund will die Bild nun erfahren haben. Kael Kalay, der seit 2010 im Team von Helene Fischer tanzt, ist eng mit Anelia Janeffer befreundet. Die wiederum, und das macht die Geschichte verständlicher, die Ex von Helene Fischers neuem Partner Thomas Seitel ist. Wie die Zeitung berichtet, sagte ein Vertrauter des Dancers, er hat aufgrund seiner besten Freundschaft zu Anelia die Zusammenarbeit beendet. Er möchte Anelia gegenüber loyal sein. Kael Kalay war zunächst Helene Fischers Haupttänzer, wurde später ihr Cheftänzer. Zudem war er für die Choreografie ihrer Farbenspiel-Tour verantwortlich, wie die Bild weiter berichtet. Haben sich beide Parteien bislang nicht zu der Sache geäußert. Helene Fischer, wer choreografiert die Weihnachtsshow im ZDF? Und klar ist demnach auch, wer die Choreografie bei der Weihnachtsshow von Helene Fischer im Dezember übernehmen wird. Die hatte das ZDF erst vor wenigen Tagen exklusiv gegenüber unserer Redaktion angekündigt. ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann sagte damals, die Helene Fischer Weihnachtsshow ist eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Die wir auch in diesem Jahr fortsetzen werden. Derzeit sei geplant, dass Schlagersängerin Helene Fischer mit ihrer Weihnachtsshow wie auch in den vergangenen Jahren ihren Sendeplatz am ersten Weihnachtstag finden wird. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass die Show von und mit Helene Fischer in diesem Jahr aussetzen könnte, da sich Helene Fischer eine künstlerische Schaffenspause gönnen wird. So war Helene Fischer in den vergangenen 2 Jahren fast durchgängig auf Tour. Musste zwischendurch sogar schon Termine krankheitsbedingt absagen. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass die Show von und mit Helene Fischer in diesem Jahr aussetzen könnte, da sich Helene Fischer eine künstlerische Schaffenspause gönnen wird.
Wenn euch die Videos gefallen, so lasst doch dann ein Like und ein Abo da. Vielen Dank.